Hallo Ali, heute gibt es Pasta-Pizza mit Oliven, Sardellen und in der Mitte als Krönung eine leckere Burrata. Die werde ich noch ein bisschen mit Öl beträufeln und ein klein wenig Pfeffer drüber streuen. Ich brauche dafür ein paar Nudeln, die habe ich vom Vortag übrig behalten. Genauso hier ein bisschen von der Soße habe ich übrig behalten. Dann habe ich hier eine Burrata, noch so ein paar kleine Cocktailtomaten klein geschnitten, ein paar Oliven, etwas Parmesan, der kommt nachher mit in die Eimasse rein. Die Eier werden nachher aufgeschlagen. Sardellenfilets, Pfeffer und Salz und Öl einmal zum Anbraten und nachher habe ich hier nochmal ein gutes Öl zum Beträufeln für die Burrata. Die vier Eier habe ich jetzt schon mal aufgeschlagen. Jetzt gebe ich hier noch so ein bisschen Parmesan mit rein, das ist frisch geriebener. Ich habe ja dieses Rezept mal irgendwann bei Rachel Co. gesehen. Fand ich ganz toll, habe das mal nachgemacht und fand das auch sehr lecker und habe das so ein bisschen abgewandelt. Ja, sie macht also da keinen Parmesan rein, soweit ich mich erinnere. Salzen und Pfeffern, das sollte man nicht vergessen. Pfeffer, dann nochmal schön durchrühren und dann kommen auch die Nudeln da mit rein. Ja, das ist wie gesagt ein Rest. Ich habe jetzt nicht abgewogen, wie viel das ist, aber ich denke mal, da kann ich zwei Pizzen von machen. Ja, das jetzt schön durchheben, dass die Eimasse also auch wirklich überall an den Nudeln dran ist. Und dann schon mal etwas Öl in die Pfanne geben und erhitzen. Das Öl ist jetzt hier schon mal schön heiß geworden. Da können jetzt auch schon mal die Nudeln rein. Ja, die dann so ein bisschen kreisförmig legen. Und das Ganze jetzt auf kleinerer Hitze schön anbraten. Zwischendurch mal ein bisschen durchschwenken. Und wenn das Ganze dann so schön zu einem Stück zusammengeschmolzen ist, schön knusprig von unten, ist quasi unser Pizzateig fertig. Und dann kann jetzt auch ein bisschen natürlich Soße da noch mit drauf. Ja, das ist noch eine ganz einfache Sugo. Einfach nur ein bisschen Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl angeschwitzt. Dann ein wenig Tomatenmark noch dazu. Und dann eine Büchse Pizzatomaten. Ja, da kann man ruhig ein bisschen reichlich drauf geben. Dann gebe ich hier noch ein paar Oliven mit dazu, die ruhig so ein bisschen reinstecken. Ein paar wenige kleine Tomatenstückchen. Und die Sardellenfilets. Ups. Die sind heute hier ziemlich groß. Darum mache ich nicht ganz so viel drauf. Und dann kann das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Ich habe also den Grill angestellt und lasse das jetzt noch mal so etwa 10 Minuten auf der obersten Schiene im Backofen. So, nach 10 Minuten, Viertelstunde etwa, kann man dann mal drauf gucken. Ja, die sieht ganz gut aus. So soll es sein. Und dann kann das auf dem Teller. Ups, da springt eine Olive weg. Man sollte unbedingt auch einen guten isolierenden Backhandschuh anziehen. So, jetzt gebe ich hier in die Mitte noch die Burrata. Schneide die nochmal auf, einmal quer rüber. Und auch einmal so. Bisschen auseinanderklappen. Da kommt jetzt noch ein klein wenig Basilikum oben drauf. Ringsrum zupfe ich noch so ein paar Basilikumblättchen. Dann kommt noch ein wenig Pfeffer drüber. Und noch etwas gutes Olivenöl. Kann man auch, wenn man möchte, noch ein paar Tomaten so ringsrum legen. Das war's dann für heute. So werde ich das jetzt servieren. Riecht sehr lecker, sieht sehr lecker aus, wird sicherlich auch wieder genauso gut schmecken. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!